Deshalb verließ Jesus Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sychar, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Wüsstest du, was Gott den Menschen schenken will? Und wer dich jetzt um Wasser bittet, hättest du ihn darum gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Krug bei dir und der Brunnen ist tief. Wie willst du das lebendige Wasser schöpfen? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne, seine Herde, alle haben daraus getrunken. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie wieder dürsten. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr durstig sein und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und bringe deinen Mann her. Ich habe keinen Mann. Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. 5-mal warst du verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ich sehe, du bist ein Prophet, Herr. Unsere samaritischen Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem wäre der Ort, an dem Gott verehrt werden will. Glaub mir, Frau. Es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg anbeten, noch in Jerusalem. Ihr Samariter wisst nicht, wen ihr als Gott anbetet. Aber wir Juden wissen, wen wir anbeten, denn von den Juden wird die Rettung kommen. Die Stunde kommt. Sie ist bereits da. Wenn durch den machtvollen Geist Gottes die Menschen ihn anbeten als den Vater, der er wirklich ist, ihn so anbeten, wie es ihm gefällt. Gott ist Geist. Alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, der Messias wird kommen. Und wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Ich bin es. Er spricht mit dir. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging ins Dorf und sagte zu den Leuten: Ihr Messias! Komm, da ist einer, der mir gesagt hat, was ich jemals getan. Könnte er nicht der Messias sein? Da gingen sie alle hinaus zu Jesus. Inzwischen forderten die Jünger ihn auf: Rabbi, isst doch etwas. Aber er antwortete: Ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Da fragten sie einander, hat ihm vielleicht jemand etwas zu essen gebracht? Meine Nahrung ist, dass ich dem gehorche, der mich gesandt hat, und das Werk, das er mir aufgetragen hat, vollende. Ihr denkt, wie das Sprichwort sagt. 4 Monate liegen zwischen Saat und Ernte. Aber ich sage euch, macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Das Korn ist schon reif für die Ernte. Der, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Sie freuen sich gleichzeitig. Der da sät und der da erntet. Aber das andere Sprichwort trifft zu. Einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht. Ihr braucht die Arbeit nur weiterzuführen. Viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich jemals getan. Als sie nun bei Jesus eintraten, baten sie ihn zu bleiben. Und er verbrachte 2 Tage bei ihnen.
Jesus! Da kamen noch viel mehr von ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte. Sie erklärten der Frau, jetzt glauben wir nicht länger aufgrund deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Nachdem Jesus 2 Tage dort geblieben war, verließ er die Gegend und ging weiter nach Galiläa. Er selbst hatte gesagt, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Leute freundlich auf. Sie waren nämlich beim Passafest in Jerusalem gewesen und hatten alles gesehen, was er dort während der Feiertage getan hatte.